Hallo meine lieben Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe es geschafft, rechtzeitig hier zu sein, 15.15 Uhr, bin noch nicht lange hier, von der Arbeit in die Arbeit sozusagen, also nicht hier jetzt Skat als Arbeit, sondern später habe ich ja noch meinen Nebenjob, wo ich Milch und Kaffee und Büroartikel ausfahre. So, wir spielen hier das Zockerturnier, 36 Spiele. Und jeder Dritte gewinnt hier 18 Euro. Es sind 45 Starter, also 15 Preise gibt es. Und ja, erstes Spiel sieht hier schon mal sehr schön aus. Schön zum Grand gefunden. 14 gedrückt. Ja, hier brauche ich auch eigentlich gar keinen zweiten Buben spielen. Hier kann ich über meine Vollen gehen. 19, 30. Jetzt kommt der Abstich. Ja. Was werfen wir denn da mal weg? Ach, werfen wir den weg. Herz Ass wollen wir schon stechen. Ja, und schon haben wir das Ding gewonnen. 33. Dreiundvierzig natürlich. Ich habe ja schon 30 gehabt. 61, komm. Lege eine Karte dazu. Da kommt die Karte. Und schon können wir das Ding wegwerfen. 71. So, oh, wieder drei Buben. Mensch. 18, Was 18, heißt wieder drei Buben? 20, ja, Vorhin 22, im ersten Spiel hatte ich ja gar nicht 23, drei ja, Buben. 24, ja, passe. Aber mehr als Kreuz einfach reiht sich hier nicht mit der Karte. Herz. Ui. Herz wird gespielt, da habe ich fünf, sechs Trümpfe dagegen. Das ist krass. So, wir haben 15, glaube ich, ne? Okay. Ja, der ist ohne Fünfen. So, warte mal, lass mich überlegen. Ich habe sechs Trumpf, sieben Trumpf, vier Trumpf. Er hat nur noch einen Trumpf. Wenn überhaupt. Ja, ich hätte gleich Trumpf spielen sollen, als ich gestochen habe. Weil hier muss ja der Kreuzjunge stehen. Er spielt ja ein Herz bei 24. Ja gut, zwei Stiche kriegt er noch, Karo Ass und 10 und das war's dann. Dann habe ich Rest. Er verliert mit 59. Kreuz 10 und 7 lag drin. Hätte mir gepasst zu meinem Kreuz. Ja, so. Ja, da Passe. müssen wir mal passen. 18. Ich meine, 40 Punkte gab es auch. Wenn ich selbst rangekommen wäre, hätte ich ein Kreuz vielleicht Schneider gewonnen. Dann wären es 20. 86 Punkte Ja. gewesen. 22. Ja. Wenn ich ihn einfach 23. gewinne, Ja. 74. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. Passe. Ja, er darf ja gar nicht so viel kriegen. Ich darf ja Kreuz König nicht spielen. Ich muss gleich Trumpf spielen. Trumpf Lusche. Kreuz Junge muss bei meinem Mann sein. Dann kriegt er den Kreuz König auch nicht. Vielleicht kriegt er auch einen Trumpfstich weniger. Also er hat 8 Augen zu viel auf jeden Fall bekommen. Karo. So, Karo bei 33. Der muss eigentlich mit dreien sein oder ohne vieren? Ich weiß nicht, was mit 61 los ist. Der hat jetzt schon das zweite oder dritte Mal solche langen Pausen drin. Keine Ahnung, warum, weshalb, weswegen. So, was haben wir denn jetzt? 10 haben wir. Vierzehn. Ja, ich hau mal meine Könige rein.
Hat der schon keinen Trumpf mehr? Okay. Jo, der Spieler, der haut die Dinger ohne Fünfen raus, ohne Vieren. 18, passe. Passe. Enricos GRD steht jetzt mit minus 310 da. Hat keine Angst vor teuren Verlustspielen. 21. Ich sag mal, in dem Fall kann man tatsächlich auch noch mal die Farbe nachspielen. So. Okay, das war's. Wir sind raus. Alleinspieler gewinnt. Zwei Buben im Skat. Wupp, 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 wupp. 18. Krass. Wann habe ich das letzte Mal 20. zwei Buben Ja. gefunden, ne? 24. Passe. Das Passe. muss schon lange, lange her sein. Ich kann mich nicht erinnern. Karo. 24 mal Karo, der wird wahrscheinlich mit Zweien sein. Er kommt ersten Zug unter. Nee, ist schon wieder ohne Vieren. Der spielt nur ohne Vieren. Das gibt's ja gar nicht. Oh, ist das krass. Das ist ja so krass. So, eröffnet hat er mit Pik, dann hat er Herz gespielt. Hä? Er muss Schneider spielen, okay. Er muss Schneider spielen. Hat er auch geschafft. Kreuzjunge lag nicht im Skat. Also der Mann ist auf jeden Fall hochrisikobereit. Passe. Passe. 18. Da kennt er nichts. Herz. Herz bei 18. Ja, der kann einfach sein. So, mal gucken. 21 haben wir. Pik wird gestochen. Biete ich ihm nochmal an. Wir haben 27. So, was überlegt er jetzt? Ob er den nicht sticht? Er sticht. Jetzt kommt Kreuz. Und Kreuz nach 37, 47, 50, 54. Oh, ich denke mal, der wird ihm noch Karo Ass abstechen. Jetzt 57 und tot. Das dritte Spiel, was er verliert. 323 minus. Mal gucken, ob er irgendwann die Handbremse anzieht oder ob der so weitermacht. Ich meine, das Spiel, was er Schneider spielen musste, war jetzt das einzige Gewinnspiel, 18, was er hatte. passe. Wo er. Ja, es gibt halt solche Spieler, die Herz. überreizen ihre Karte permanent. Ist natürlich ziemlich unsportlich den Gegnern gegenüber, die dann an ihre Spiele nicht rankommen. Gut, das war jetzt hier ein schönes Spiel. War ja auch keine Reizung. Also da kann er 18, keinem was ja. wegreizen. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, passe, Aber passe. jetzt zum Beispiel ist wieder die Frage. 61 hat ein Spiel. Ich habe auch ein Spiel. Grand. Er spielt Grang. Ich bin Kreuz 2. Ja, komm mit Kreuz Ass raus. Da stechen wir schon mal über. 14. 28, 38. Ah, da hat er wohl das Ass, ja. Mist. Da hätte ich mal besser die 7 gespielt. Die 10 war blank. Die stand von Hause aus blank. Da wäre es egal, ob ich die 7 gespielt hätte. Also die 3 Augen hätten wir mehr haben können. So, er hat mit einem Karo Buben gestochen. Es kann sein, dass er.
So, was mache ich denn jetzt hier? Karo, das ist der siebte. Da lege ich mal eine Lusche rein. Da hatte ich ja Ass und 10. Da hat er Glück gehabt, ne? Dass Karo 2-2 stand. 38. Ey, der hat zwei blanke 10. Ey, wie viel Glück kann der denn haben? Zwei blanke 10. Herz 10 blank, Pik 10 blank. Das war ja ein richtiges Dreckspiel. So, 38. Jetzt sticht er. Okay, der feuert den weg. Dann werfe ich den rein. Ja. Ja. Schlechter hätte es nicht laufen können. Er darf den nicht stechen. Er kann sein Kreuz Ass bei mir entweder auf meinen Herzstich oder auf meinen Pikstich laden. Also er darf einfach nicht stechen, wenn er sein Kreuz Ass nach Hause kriegen möchte. 18. Ja, das Spiel hat er mit, also mit absolutem Glück gewonnen. Das Spiel darf er überhaupt nicht gewinnen. Also erstmal die zwei blanken Zehen Grand. und dann noch dieses Kreuz Ass, was er gar nicht kriegen kann. Ja? Weil was soll er machen? Er muss mich entweder ein Herz einspielen, ein Pik einspielen. Ja, da hat er nur kurzfristig gedacht. Er hat gedacht, ja, Kreuz Junge steht hier bei Enrico, der zieht mir den ab, ansonsten kriege ich den nicht. Er hat aber gar nicht über sein Kreuz Ass nachgedacht. So, den Rang werde ich auf jeden Fall gewinnen. Gut, theoretisch ist er, glaube ich, nicht. Kreuz Ass Abstich in Mittelhand. Pik Karo König zu dritt. Ich glaube, ja, aber jetzt ist er nicht mehr zu verlieren. Jetzt kann ich nur noch drei Luschen abgeben, weil ich mir ja die Karo Dame hochspielen kann. Also selbst wenn jetzt Karo König steht nicht mal zu dritt, ja, dann ist er höchstwahrscheinlich sogar Schneider. Wenn jetzt hier nicht gerade zwei volle fallen, weil der eine kreuzfrei ist, wird der Schneider. Ja, easy, easy, easy. Schneiderei. Mit 2 in Spiel 3, Schneider 4. Ja, wenn man solche Spiele bekommt, dann braucht man auch gar nicht so viele. So, der Enrico ist offline. Hab natürlich hier super gefunden mit Karo Ass. Da ist er wieder. Passe. Vorhand, das wird auch ein Krang. 18. Ja. Passe. Herzdame. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, wie viel sind das, wenn ich 14 drücke? 8 auf die Buben sind 22, 24 auf Kreuz. 24 und 14, 22. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich spiele doch den Herz. Herz. Der Herz wird höchstwahrscheinlich Schneider. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Beim Grang muss ich mir Sorgen machen. Also, wenn ich ihn nicht spielen muss, dann spiele ich ihn halt auch nicht, ne? Also ich hätte den schon gespielt, ne? 13. Wenn wir vom Reizwert her drüber gewesen wären. So, den nehme ich. So, wunderbar. Ich glaube, das war schon. Ja. 2 in Spiel 3, Schneider 4. Ja, 20, ja, Hier 22, hätte ich jetzt auch gereizt. 33, passe. Passe. Sprungreizung von 22 auf 33. Also ich gehe mal fast davon aus, er will einen Pik spielen. Ach, dieses schöne Offline permanent ist nicht so toll. Ich weiß nicht, ob er da Grand. den Tisch verlässt oder warum, weshalb, weswegen. So, also Kreuz wurde ausgespielt. Da wirft er Herz ab. Also wir haben 11.
Okay. Buben sind raus. Erstmal die Herzen wegwerfen. Karo halte ich auf jeden Fall. Ist ja klar, muss er ja haben, Karo. Das war sein letzter Stich. 79. Ja, hat er Glück gehabt, dass die Jungs verteilt waren.18? Mittelhand. Ja. 20? Ja. Passe. Passe. Und schon wieder ist er offline. Kreuz. Kreuz bei 20. 5. Der Schuss ist da. Die Pleite naht. So, 15 und 5 sind 20. Vierzig, 48 und gewonnen, 58, 65. Junge Ass hat er gefunden und verliert trotzdem. Ja, es ist 18. schon nicht so schön. Passe. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. So, er steht 4 24. zu Ja. 4 27. bei Ja. Spiel 30. Ja. 12 33. und reizt weiter. 35. Ja. 36. Ja. 40. Passe. Naja, also mit minus 135 und dann noch so brutal zu reizen, also es ist schon echt heftig. Ohne Fünfen, ohne Vieren. Er muss Schneider spielen. Das war sein erstes Spiel, was er gewinnt. Also das sind schon extreme Risikopartien. So, jetzt muss ich überlegen. Ich spiele den Kreuz. Ich vermute, mein Partner hat ein Kreuz gereizt. Oh, nee, hat er doch nicht. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Er hat auch hier richtig Glück. Herz 2 zu 2. Karo. Ah, okay. Jetzt hat er, glaube ich, mir den Buben raus. Ach nee. Ohne Vieren. Ach, es ist unglaublich. Unglaublich, was hier. Also, erstmal dieses Abreizen. Dann, ich glaube, der Spieler 61 geht jetzt und holt den Admin. Kann ich nachvollziehen. Nach dieser Reizgeschichte hier. Nicht nur, also. Ihr seht es ja selber. Er verlässt x-mal den Tisch. Er reizt von Anfang an immer volles Risiko. Das ist schon extrem brutal. 61 hat erst ein einziges Spiel, hat aber schon, weiß ich, wie oft gereizt. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich vermute, der Admin. Ach so. Jetzt hat Enrico auch den Tisch verlassen. Nee, warte mal. Enrico hat das Spiel verlassen. Aber hier steht doch 61 offline. Aber es kann sein, dass jetzt beide offline sind. Ja, da bin ich sehr gespannt, was hier passiert. So, 61 ist wieder da. Chat ist ausgestellt. Das nach seinem Gang ohne Vieren, den er verloren hat jetzt, hat Enrico den Chat ausgestellt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert.
18? Passe. 20? Passe. So gut, aber wenn wohl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier Nulle Wehr spielen soll. Ich spiele mal nur 0. 0. Es kann ja die vier Kreuzen stehen und es kommt aber irgendwie. Es kommt einfach eine andere Farbe raus. Verzichte ich jetzt einfach mal auf die 24. Guck mal. Ach, jetzt hat er den Chat wieder angestellt. Jetzt hat der andere den Chat wieder ausgestellt. Passe. Passe. 18. So, das ist jetzt natürlich extrem. Ich glaube nicht, dass ich das Spiel gewinnen kann. Ich werde mal 0 spielen. Das ist einfach das Billigste. Warte mal, wenn ich jetzt ein Karo überreizt. Nee, ich glaube 0. Karo überreizt. 0. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Ja, jetzt muss man sich natürlich auf ein Gemauere, also genau das Gegenteil, jetzt drauf einlassen. Also sportlich ist anders. Aber gut. Also lieber, dass einer nicht reizt, als dass einer alles reizt. Hä? Passe. 18, passe. Grand. Elf. Das war schon krank mit zwei Schneider. Junge Ass gefunden, wow. 18, passe. Passe. Karo. Ja. Das war nicht so gut. Ein Trumpf mehr da. Ja, es hat den Vorteil, dass es jetzt schnell geht. Sehr gut gefunden. Zwei Trümpfe. Aus dem Viertrümpfer-Risikospiel ohne Vieren wurde ein Sechstrümpfer-Megaspiel. Höchstwahrscheinlich. Ah, nee, so wie die Karte sitzt. Hat er hier vier Trümpfe dagegen? Oh, doch nicht. Na dann ist ja alles easy. Achtzehn, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, passe. Herz. Okay, da muss ein ohne Zweien sein. Zwei.
23. Siebenundzwanzig. Naja, wir kommen raus. Mehr ist leider nicht. Das war nur Pik und Trumpf. 18, passe, passe. Herz. Okay, der könnte interessant werden. 21 schon mal, der Start ist schon mal super. Jetzt den Schuss vielleicht gefunden, ja. Das ist gut. Nochmal, nee, nicht 21, 13 und 21, 4. 34. Ah, Kreuzung hat er leider auch noch. Okay, jetzt muss er mit Pik Ass kommen. Den muss ich stechen. Hat er den letzten? Nee, hat leider nur noch Pik Ass. 18, Oh. passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33, ja. Passe. Jetzt fängt er genau bei mir an zu Antwort. rätseln. Genau, wo ich ein Spiel habe. Die ganze Zeit wird gepasst. Jetzt reize ich und was haben wir denn jetzt? 21, 36. Sechsunddreißig und 7 sind 43. 43. Ja, das war natürlich auch ein gutes Spiel. Herz lang noch 2 drin. Passe. 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 So ein 10 im Skat. Ja, ich bin leider Passe. auf meinen Punkten und Passe. auf meinen Spielen hängen geblieben. 18. Ja, gerade liegt Ass und 10 im Skat. Jetzt liegt natürlich Kreuz. nur in Anführungsstrichen Ass im Skat. Das reicht mir wahrscheinlich nicht, um dieses Spiel hier zu gewinnen. Schwer zumindest. Ja. Läuft natürlich schlechter, kann es kaum laufen, das Spiel. Herz, also nur Herz Ass Abstich wäre noch schlechter gewesen. Ansonsten, gut, Trümpfe 3-3 ist das einzig, was jetzt hier positiv war. Trotzdem keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Außer Karo 10 steht jetzt blank. Das ist nicht der Fall. 53. Nur mit Karo 10 blank hätte ich jetzt eine Chance gehabt. Passe. 18. Passe. Peak. Da ist er schon wieder offline. Den habe ich Schneider gewonnen. Null oder 18, irgendwas passe, anderes. passe. Komm, Junge im Skat. Nee, zwei Herzen geht aber noch. Warte mal. Ist kein Null. Kreuz ist dafür zu schlecht. Herz. Mit vier Augen gedrückt. 19. Zweiunddreißig, 42, 44. Ja, ich habe schon gewonnen, das ist super. Das ist egal, was jetzt noch passiert. Ich habe auf jeden Fall gewonnen.
Jetzt geht's wieder Ja. aufwärts. 20. Vorhand kann man fast über 22. Grand Hand Ja. nachdenken. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. 35. Puh, zwei 36. Kreuzen. Ja. 40. Ja. Passe. Passe. Grand. So, das sind 11. Die haben 24. Passe. Ich muss was 80, riskieren. ja. 20, ja. 22, ja. Passe. Ja, ich brauche noch Spiele. Das ist einfach zu wenig Punkte. 750. Grand. Oh. Karo Ass gedrückten Gang ohne Vieren. Ey, selbst Pik Ass läuft. Das gibt's nicht. Ah, jetzt hat er gewonnen. Oh, krass. Passe. Damit hätte ich ja im ganzen Leben nicht gerechnet. Dass 61 jetzt einen Gang ohne Vieren verliert. Alle vier volle laufen und er gewinnt nicht. Den vollen hat Passe. er noch gedrückt, ey. Passe. Wahnsinn. Das ist ja auch eine ulkige Liste. 18, ja. 20, passe. Passe. Ah, die letzten Spiele entscheiden. Also so wie es aussieht, macht hier keiner einen Preis. Ach, das wievielte Mal ist jetzt Enrico offline? Also hey, warum spielt er denn nicht Karo König an? Also das ist doch wirklich da jetzt Karo Ass anzubieten, wenn er nur einen Trumpf hat, das ist auch ganz mies. Passe. 18. Passe. Peak. Ja, eine gute Findung. Karo Eröffnung ist nicht ganz so toll. Karo Blank wäre schlecht. Ja, und das ist Karo Blank. Herz 10 hat er geladen. Ich hoffe, er hat mit 3 Trumpf gestochen. Oder mit 4 Trumpf. Das wäre natürlich okay. Ja, zumindest kriege ich mein Herz Ass nach Hause. Das ist gut. Stechen wir. Sechzig, noch mal gut gegangen. 18, ja. 20, ja. 22, ja. Passe, passe.
Okay, der wird mit rein sein. Ja. Trümpfe 3-3, es ist nur ein 5-Trümpfer. Er hat hier das Glück, dass Kreuz 2-2 sitzt, ne? Sonst wären wir hier aus dem Schneider gekommen. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Ich bin kreuzfrei, das könnte dem Spiel vielleicht nochmal eine Wendung geben. Passe. Kreuz. Komm mal mit Pik raus. Meine Vollen will ich behalten. Ja, Pik ist Schuss, das ist schon mal gut. Also Pik Ass kann ich als allererstes laden. Auf die Trumpfstiche von Enrico. Ja, jetzt spielt er schon wieder nicht weiter. Warum, weshalb, man weiß es nicht. So spielen. Passe. 18, passe. Grand. Ja, schon gewonnen. 27 mit meinen eigenen Augen gewonnen. Achtzehn, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, passe. Ja, leider, wie ich schon sagte, kriegt hier keiner einen Preis. Dafür hat Enrico gesorgt mit seinem offensiven Spiel am Anfang. Und dann nach der Grand. quasi Admin-Eingriff hat er dann gar nicht mehr gereizt. Jetzt ist er das 20. Mal offline. Er hat selber ein Ass und kommt mit Kreuz raus. Ich weiß nicht, was das sollte. Was ist mit Kreuz 10? Also Herz Ass war ja Katastrophe. Ja, das ist so schlimm. Er hat doch Kreuz 10. Oh Gott, wie scheiße hat er den denn gespielt? Ey, das gibt's ja gar nicht, ey. Oh Gott, ist das eine schlimme Liste gewesen. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich glaube, ich werde noch das Turnier um 16 Uhr spielen. Dazu mache ich ein extra Video. So, und sag dann jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video. Euer Quantus.